Impfung gegen das Coronavirus ist ein großer Lichtblick im Kampf gegen die Krankheit Covid-19. In Deutschland sind bereits 4 Vakzine zugelassen, darunter 2 mRNA-Impfstoffe. Aber was ist mRNA überhaupt? Wie funktioniert so eine mRNA-Impfung? Und was macht diese Impfstoffe besonders? Doch beginnen wir etwas allgemeiner und schauen uns an, was bei einer Impfung prinzipiell passiert. Impfungen funktionieren so, dass man einem Menschen ganze Viren oder auch virale Bestandteile injiziert. Das ruft dann eine bestimmte Immunreaktion hervor. Impfungen machen also quasi eine Infektion nach, ohne dabei Krankheit hervorzurufen. Auf diese Weise werden wir dann gegen den Wilderreger, in unserem Fall SARS-CoV-2, immun. In der Vergangenheit wurden häufig Lebendimpfstoffe oder Totimpfstoffe verwendet. Lebendimpfstoffe enthalten Erreger, die sich zwar noch vermehren können, aber die so verändert wurden, dass sie uns nicht mehr krank machen. Totimpfstoffe enthalten dagegen abgetötete, also nicht mehr vermehrungsfähige Viren. Es muss sich dabei nicht zwangsläufig um den gesamten Erreger handeln, oft werden auch nur Bestandteile wie einzelne Proteine eingesetzt. Für die Herstellung traditioneller Impfstoffe muss das entsprechende Virus gezüchtet werden. So eine Züchtung lebender Viren birgt natürlich einige Gefahren und erfordert daher auch strenge Sicherheitsmaßnahmen. Dazu kommt noch, dass die Herstellungsverfahren oft recht komplex sind und mehrere Monate dauern. In einer Pandemiesituation werden, wie wir in den letzten Monaten feststellen konnten, große Impfstoffmengen in sehr kurzer Zeit benötigt. Das ist allerdings mit der konventionellen Herstellung nur sehr schwer zu realisieren. Daher rückte eine neue Strategie der Immunisierung in den Fokus, nämlich die mRNA-Impfstoffe. Auch wenn einige vielleicht im letzten Jahr zum ersten Mal davon gehört haben, kommt dieser Ansatz nicht völlig aus dem Nichts, sondern es wurde bereits seit einiger Zeit daran geforscht. Statt wie bei klassischen Ansätzen das Antigen, also den Erreger oder Fragmente von ihm zu verimpfen, ist es bei mRNA-Impfstoffen so, dass da lediglich die Bauanleitung für ein Protein verimpft wird. Aber mal von Anfang an, was ist so eine mRNA überhaupt? Es handelt sich um Boten-RNA, auf Englisch Messenger-RNA oder eben kurz mRNA. Ganz viele mRNAs kommen natürlicherweise in unseren Zellen vor. Sie sind ganz wichtig für die Herstellung von Proteinen in unserem Körper. Ausgangspunkt dieser sogenannten Proteinbiosynthese ist unsere DNA, die sich in allen Körperzellen befindet. Diese DNA, Desoxyribonukleinsäure, kann in viele verschiedene mRNAs, also Botenribonukleinsäuren, übersetzt werden. Chemisch gesehen sind diese RNAs der DNA ziemlich ähnlich. Dieser Prozess der Übersetzung von DNA in RNA heißt Transkription und findet im Zellkern unserer Zellen statt. Die mRNAs werden dann aus dem Zellkern hinaus ins Zellplasma der Zelle transportiert und dienen der Zelle dann dort als Bauanleitungen für die verschiedensten Proteine. Die Zellmaschinerien, die diese sogenannte Translation durchführen, heißen Ribosomen. Die Ribosomen bauen aus unterschiedlichen mRNAs unterschiedliche Proteine. Wie hilft uns die mRNA aber als Impfstoff? Es wird eine ganz bestimmte mRNA eingesetzt, aus der die Zelle ein ganz bestimmtes Protein herstellen kann. Es handelt sich um ein spezifisches Protein, das das SARS-CoV-2 auch besitzt. Anstatt also das ganze Coronavirus oder einzelne Proteine des Virus zu verimpfen, wird lediglich die Bauanleitung für ein Protein verimpft und damit die Proteinherstellung in unseren Körper verlagert. Der Grund dafür, warum wir nicht das Protein direkt verimpfen, sondern den Körper das Protein herstellen lassen, liegt ganz einfach darin begründet, dass sich RNA wie auch DNA im Labor synthetisch viel leichter herstellen lässt als eben Proteine. Die Strategie der mRNA-Impfung bringt einige Vorteile mit sich gegenüber den herkömmlichen Impfansätzen. mRNA-Impfstoffe sind nämlich ohne die Züchtung gefährlicher Viren herstellbar. Sie werden einfach und schnell im Labor synthetisiert. Dazu braucht es keine Viren.
Geringe Virenmengen werden lediglich für die Bestimmung der Gensequenz des Virus benötigt. Das ist wichtig, weil uns der genetische Code des Virus sagt, wie unsere Impfstoff-mRNA für ein bestimmtes Protein auszusehen hat. Ein weiterer Vorteil ist auch noch, dass wir mit den mRNA-Impfstoffen schnell auf Mutationen des Virus reagieren können, weil diese mRNA-Impfstoffe eben sehr flexibel sind und sehr schnell anpassbar. Um etwas genauer zu verstehen, was in der Zelle bei einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff passiert, müssen wir uns erstmal das SARS-CoV-2 etwas genauer anschauen. Viren ganz allgemein sind infektiöse Strukturen, die sich außerhalb von Zellen durch Übertragung verbreiten. Die Viren können sich allerdings nur innerhalb einer geeigneten Wirtszelle vermehren. Wir sind zum Beispiel ein Wirt für die Coronaviren, leider Gottes. Der Grund dafür, dass die Viren einen Wirt brauchen, um sich zu vermehren, ist, dass sie keinen eigenen Stoffwechsel besitzen. Das heißt, sie nutzen den Stoffwechsel ihres Wirts für ihre eigenen Zwecke aus. Aus diesem Grund werden Viren auch nicht zu den Lebewesen gezählt. Welche Bestandteile machen denn so ein Virus aus? Viren besitzen eine Erbinformation. Entweder wie bei uns Menschen in Form von DNA oder in Form von RNA. Beim SARS-CoV-2 handelt es sich um RNA. An diese RNA sind noch Proteine gebunden, die eine umschließende Proteinkapsel bilden. Man spricht auch vom Kapsid. In einigen Fällen, wie auch beim Coronavirus, ist das Kapsid durch eine Biomembran umgeben. So eine Membran besteht aus vielen fettähnlichen Molekülen, den Lipiden. Und zwischen diesen Lipiden befinden sich noch Proteine, wie die Spike-Proteine, Membranproteine und Envelope-Proteine. Wie kann das Virus nun eine Infektion hervorrufen? Nun, erstmal muss es in die Zelle eintreten. Dabei helfen ihm bestimmte Proteine in seiner Virushülle. Diese können nämlich spezifisch an Rezeptoren auf unseren Zellen binden. Rezeptoren sind einfach Proteine, die sich in der Membran unserer Zellen befinden. Bei SARS-CoV-2 bindet das Spike-Protein der Virushülle, was wir gerade ja schon kennengelernt haben, an den sogenannten ACE2-Rezeptor der menschlichen Zellen. Das Spike-Protein passt zum ACE2-Rezeptor wie ein Schlüssel zu seinem Schloss. Durch diese Bindung wird das Virus in die Zelle aufgenommen und in der Zelle wird dann die virale RNA freigesetzt. Im Folgenden wird der Stoffwechsel des Wirts, also der des Menschen, für die viralen Zwecke ausgenutzt, damit sich das Virus vermehren kann. Es wird also alles vervielfältigt, um neue Viren herzustellen. Zum einen wird die virale RNA als Erbgut ganz oft kopiert und zum anderen werden aus der RNA viele mRNAs generiert, die dann als Anleitung für die Virusproteine, also das Spike-Protein und so weiter, verwendet werden. Das ist der Prozess der Translation an den Ribosomen, den wir ja schon kennen. Zum Schluss werden dann diese ganzen Bestandteile zu neuen Viren zusammengelagert. Und die Viruspartikel werden aus der Zelle entlassen und können nun neue Zellen infizieren. Der Körper wehrt sich natürlich gegen die Eindringlinge, und zwar durch eine Immunantwort. Das ist die Reaktion des Immunsystems auf zum Beispiel eingedrungene Erreger wie Viren, die als fremd erkannt wurden. Die Mechanismen, die das Immunsystem anwendet, um die Infektion dann zu bekämpfen, sind sehr vielfältig. Letztlich werden infizierte Zellen zerstört, das machen die T-Zellen, und es werden spezifische Antikörper gegen das Antigen, also in dem Fall SARS-CoV-2, gebildet. Das machen die B-Zellen. Zusätzlich werden auch B- und T-Gedächtniszellen gebildet. Das sind Immunzellen, die dann im Körper zirkulieren und bei erneutem Kontakt mit dem Virus sofort aktiviert werden. Das bedeutet, es wird also nicht nur die Infektion einfach bekämpft, sondern wir sind danach auch, zumindest vorübergehend, gegen das Virus immun, und zwar dank der Antikörper und der Gedächtniszellen. Wenn wir unseren Körper allerdings schon vor einer Infektion dazu bringen, Antikörper gegen das Virus herzustellen, dann werden wir gar nicht erst krank und sind dennoch für eine Zeit immun.
Und da kommen wir zur Impfung. mRNA-Impfstoffe enthalten einen kleinen Teil der Erbinformation des Virus. Im Fall von SARS-CoV-2 handelt es sich um eine mRNA, die die Bildung des Spike-Proteins ermöglicht. Das war ja das Oberflächenprotein in der Virushülle, das das Virus für den Eintritt in die Zellen benötigt. Die mRNA ist noch von einer Lipidmembran umhüllt. Man spricht daher von Lipid-Nanopartikeln oder auch kurz LNPs. Lipide kennen wir ja bereits als Bestandteile der Virushülle. Und sie sind auch Bestandteile der Zellmembran unserer Zellen. Die Hülle verbessert einfach die Aufnahme der mRNA in unsere Körperzellen und erhöht auch die Stabilität. Nun, wie geht's jetzt aber los? Der Impfstoff wird intramuskulär injiziert. Auf diese Weise werden dann einige wenige unserer Zellen mit den LNPs inklusive der mRNA für das Spike-Protein konfrontiert. Die LNPs werden in die Zellen aufgenommen und somit tritt dann die mRNA ins Zellinnere ein. Sie wird dann dort, ebenso auch wie die zelleigenen mRNAs, an den Ribosomen abgelesen. Auf diese Weise wird das Spike-Protein von SARS-CoV-2 gebildet. Das Spike-Protein allein macht uns nicht krank. Wir stellen ja nicht das gesamte Virus her. Das Immunsystem erkennt allerdings das Spike-Protein als fremd und reagiert darauf mit einer Immunantwort. Infolgedessen werden dann Gedächtniszellen und Antikörper gegen das Spike-Protein gebildet. Kommt eine geimpfte Person nun mit dem echten Virus in Kontakt, ist unser Körper bestens vorbereitet. Denn unser Immunsystem weiß, wie der Feind aussieht. Also es hat sich das Aussehen der Spike-Proteine genau gemerkt. Denn die durch die Impfung produzierten Antikörper erkennen das altbekannte Spike-Protein in der Virushülle und binden daran. Die Bindung der Antikörper bewirkt dann zum einen, dass das Virus nicht in die Körperzellen eintreten kann und zum anderen, dass die gebundenen Viren von Immunzellen zerstört werden. Was ist aber mit den Mutationen? Nun, Viren mutieren relativ schnell, was daran liegt, dass das Kopieren des viralen Erbguts ungenauer ist als zum Beispiel beim Menschen. Wir haben Korrektur- bzw. Reparaturmechanismen, damit bei uns möglichst keine Mutationen auftreten. Das Gute ist, dass infolge der Impfung Antikörper gebildet werden, die an verschiedene Stellen des Spike-Proteins, man sagt an verschiedene Epitope, binden können. Hier sehen wir die Struktur des Spike-Proteins in atomarer Auflösung. Wenn SARS-CoV-2 nun im Spike-Protein an einer Stelle mutiert, ist also nicht die ganze Immunität sofort dahin, sondern es tritt nur ein teilweiser Verlust auf, weil, wie wir sehen, die anderen Antikörper können ja noch an die Stellen binden, die eben nicht mutiert sind. Und wie gesagt, mit der mRNA-Technologie können wir auch generell ziemlich schnell Anpassungen im Impfstoff vornehmen, wenn Mutationen auftreten. Zum Abschluss klären wir noch eine Frage, die relativ häufig im Kontext mit der mRNA-Impfung auftritt. Und zwar, können mRNA-Impfstoffe ins menschliche Erbgut eindringen? Um es kurz zu beantworten, nein, können sie nicht. Denn unsere Erbinformation liegt in Form von DNA vor. Und bei den mRNA-Impfstoffen handelt es sich ja um RNA. Die RNA hat zwar eine ähnliche, aber dennoch andere chemische Struktur als die DNA. Und deshalb wird die RNA auch nicht in unsere DNA eingebaut. Außerdem wird die mRNA auch nicht ohne weiteres in DNA nach der Impfung umgeschrieben. Das geschieht ja auch nicht mit den in Massen vorhandenen zelleigenen mRNAs, die so in unserer Zelle rumschwirren. Dazu braucht es nämlich ein bestimmtes Enzym, die reverse Transkriptase. Und über dieses Enzym verfügen zum Beispiel Viren wie die Retroviren, aber nicht wir Menschen. Und hinzu kommt, dass unsere DNA geschützt im Zellkern vorliegt. Und die mRNA des Impfstoffs tritt zwar in unsere Zellen ein, nicht jedoch in den Zellkern. Außerdem ist RNA auch viel instabiler als DNA, was dazu führt, dass die mRNA kurze Zeit nach der Impfung von den Zellen abgebaut wird.
Und dann findet natürlich auch keine weitere Produktion des Spike-Proteins mehr in unseren Zellen statt. Schließen möchte ich mit einem Zitat des Physikers Edward Teller, das zur mRNA-Impfung, ihrer Entwicklung und ihrer Bedeutung nicht besser passen könnte. The science of today is the technology of tomorrow. In diesem Sinne, bleibt neugierig und vor allem bleibt gesund.